viele ja nicht wissen, man kann ja von der Größe eines Handys mit hoher Trefferquote auf die sonstige Größe eines Mannes schließen. Sie wissen schon. Ja, ich habe es getestet und ich bin zu einem Ergebnis gekommen, das wenig überrascht. Also je größer und protziger das Handy, desto winziger der beste Freund. Das ist genau wie mit Armbanduhren und Autos. Ja, gilt im Grunde aber auch für Frauen und ihre Oberweite. Vielen Dank. Zu groß ist Ihr Handy ja gar nicht. Ja, also im Grunde genommen ist es ja auch nur ein Trick. Weil wenn ich nämlich den Männern ihr Handy wegnehme, ist das sozusagen noch überhaupt die einzige Chance heutzutage, darauf von ihnen beachtet zu werden. Ja? Ich meine, da haben sich die Zeiten ja schon ganz schön geändert. Früher gab es ja noch diese Orte, wo man hinging, um jemanden kennenzulernen. Ja? Bars, Kneipen, Diskos, Solarien, Sonnenstudios, Saunen, wollte ich sagen, Supermärkte. Das kann man heutzutage ja komplett vergessen. Also da könnte ich ja aussehen wie Jennifer Lopez in durchsichtigen Dessous an der Stange tanzen, mich gemeinsam mit Shakira am Schlamm wälzen oder 2 Zentimeter nackt auf dem Tresen regeln. Die Kerle würden mich nicht mehr dem Arsch angucken. Die gucken nur noch auf ihre Handys. Also ich finde, das ist wirklich zu einem Problem geworden. Ich war neulich in London. Da werden die Laternenmasten jetzt mit Polstern verkleidet, damit die Handyjunkies nicht dagegen laufen. Das ist kein Scherz, ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Und in den Bussen erklingt da jetzt immer ein ohrenbetäubender Piepton vor jeder Kurve, damit die Handyjunkies sich rechtzeitig festhalten. Also, ich nehme an, die Maßnahmen werden von den britischen Krankenkassen gesponsert. Aber das wäre doch überhaupt mal eine Idee. Das könnte man doch mal in Bars und Clubs einführen. So ein Alarmsignal, wenn eine Frau den Raum betritt. Wenn ich reinkommen und laut rufen würde, ich habe das neue iPhone 6S! Ich muss sagen, das ärgert mich. Ganz ehrlich, Sie merken es vielleicht, ich versuche die Wut schon zu unterdrücken, aber es ärgert mich, denn ich meine, wozu habe ich mich aufgebrezelt? Wozu habe ich stundenlang im Bad gestanden, an meinem Make-up, meinem Outfit gefeilt, mich in 10 cm hohe Schuhe gequält, um dann hinterher am Tresen einer Bar zu stehen, wie bestellt und nicht abgeholt, und kein Kerl guckt mich an. Geht's noch? Also neulich war es mir echt zu blöd. Dann bin ich auf einen dieser Handy-Fetische zu, habe ihm das Ding aus der Hand gerissen, ihm ein Dekolleté ins Gesicht gehalten und gerufen, ins Flirte, du Arsch! Thank you.